Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück im Haus La Tour de Pin, zurück bei unserem Herzog Zentoll, der, ich glaube, schon einige Aufmerksamkeit in der katholischen Christenheit erregt hat. Immerhin hat er auf eigene Faust Mallorca zurückerobert und zwei weitere Grafschaften auf der Iberischen Halbinsel. Zurückerobert sage ich deshalb, weil sie von muslimischen Herrschern besetzt waren und er damit eine gewisse Weise eine private Reconquista gestartet hat. Wie das weitergeht mit ihm und seinen Plänen, dazu kommen wir gleich. Vorher will ich aber, weil wir am Beginn der Staffel sind, euch auf zwei Sachen hinweisen, euch zeigen und auf ein, zwei Dinge eingehen, die in den Kommentaren der letzten Staffel eine große Rolle gespielt haben. Als erstes das, was ich euch zeigen möchte. Das eine kennt ihr vielleicht schon, aber ich weise euch nochmal darauf hin. Es gibt eine wunderbare Chronik der Ereignisse, die gepflegt wird von Christoph. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung jedes dieser Videos von diesem Let's Play. Und das ist wirklich hervorragend aufgearbeitet. Ihr könnt hier oben die jeweilige Folge anklicken. Könnt ihr theoretisch euch auch anschauen. Aber hier gibt es dann so einen kleinen Teaser, was dort passiert. Und wenn ihr euch für die Details interessiert, dann könnt ihr hier dann durchklicken. Und ja, das ist wirklich alles chronologisch wunderbar aufbereitet, auch sehr hübsch, dann noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben, was da alles passiert ist. Also ich bin wirklich schwer begeistert und ehrlich gesagt hilft mir das selbst auch bei meiner eigenen Vorbereitung auf die neue Staffel. Diese Chronik ist dann besser als die Notizen, die ich mir gemacht habe. Das zweite, was ich euch zeigen will, ist genauso toll und gelungen. Und zwar ist es dies hier, ein Stammbaum, den Clemens gemacht hat und pflegt, der deutlich besser gestaltet, übersichtlicher ist als der ingeben da ist. Ja, und wir sehen, was hier schon passiert ist. Angel Botto, natürlich gewissermaßen der Erste, wobei er eigentlich nicht der Erste war, es gab, glaube ich, noch ein paar vor ihm, wie auch immer. Und er hatte drei Kinder, die Frauen sind an andere Häuser verheiratet. Wir haben Herzog Erlulf mit Berillon und Reisender. Berillon ist hingerichtet worden, steht hier auch. Und dann haben wir Zentoll, der mit Ilsa von Babenberg verheiratet ist und der jetzt diese beiden Kinder hat. Hier ist auch aufgeführt, welche Gebiete dazugekommen sind und Titel und wie die Grafschaften heißen. Wobei, bei den Wappen hat sich hier noch was verändert. Das konnte der gute Clemens nicht wissen. Da habe ich nämlich noch eine Veränderung durchgeführt, aber das wird dann sicher irgendwann aktualisiert werden. Ja, also auch hier der Link dorthin, den findet ihr in der Videobeschreibung. Auch das eine fantastische Sache. Gut, aber jetzt erstmal hier zurück. Bevor ich starte, noch ein paar Dinge zu den Kommentaren. Also eine Sache war wirklich immer wieder intensiv von euch diskutiert worden, nämlich das Thema matrilineare und patrilineare Heirat und das Thema Höflinge verheiraten. Und das gehört auch irgendwie ein bisschen zusammen. Also, nochmal grundsätzlich. Ich werde weiterhin es grundsätzlich so handhaben, dass ich zumindest, was die Adligen betrifft, also alle, die aus irgendeinem Haus kommen, dass ich sie ausschließlich patrilinear verheirate, weil das eben der absolute Standard war in dieser Zeit. Es ist undenkbar, dass es eine Hochzeit gab, in der die weibliche Seite gewissermaßen geerbt hat. Ich habe das letzte Mal allerdings eine Sache gemacht, weil ich es ja auch durchgezogen habe, das Prinzip, die, ich gebe zu, problematisch war. Und zwar haben wir unsere Tante verheiratet. Wartet mal, wie finde ich sie am besten jetzt? Über den Vater, ja genau. Und zwar hier, Reisender, an jemanden, der aus keinem Haus kommt, von niedriger Geburt. Und da wurde gesagt, dann hätte ich doch matrilinear das machen sollen. Ja, das entspricht aber auch nicht der historischen Realität, sondern wenn es so eine Heirat gegeben hätte, wäre das mit einer Abstufung der Frau verbunden gewesen, sodass die Kinder dann auch nicht adlig gewesen wären. Das wäre der Normalfall gewesen. Insofern war es eher unglücklich, dass ich diese Heirat überhaupt so durchgeführt habe, nicht, dass ich sie nicht matrilinear durchgeführt habe. Ich werde also zukünftig sowas nicht mehr machen, dass ich zumindest Leute aus unserem Hause irgendwie, also Frauen an landlose Männer, an nichtadlige Männer verheirate, außer ich will sie loswerden oder sie bestrafen. Das hätte ich besser bedenken müssen. Also dabei bleibe ich. Aber zum Zweiten geht es ja um den Aspekt der Höflinge, die ja standardmäßig von der KI nicht verheiratet werden oder die sich keine Frau suchen. Der Punkt ist, das nutzen viele Spieler aus, um sich auf diese Art und Weise an starke Charaktere irgendwie, also starke Charaktere an den Hof zu holen und sich so eine Art,
ja, so eine Art Brutstätte für zukünftige Ratsmitglieder ranzuzüchten. Das ist natürlich ein absolut legitimes Mittel in meinem Zusammenhang, aber finde ich es schwierig, weil das so krasses Min-Maxing ist. Und vor allem finde ich es ein bisschen cheesy, weil die KI das nicht kann. Die KI-Höflinge werden auch nicht verheiratet. Insofern ist das ein ja, relevanter Vorteil, den sich der Spieler hier erschaffen kann. Aber ihr habt natürlich recht, es ist sehr unschön, wenn es kaum Leute am Hof gibt. So, das heißt, wir haben einen Interessengegensatz, den will ich so ausgleichen, indem ich sage, ich werde off-cam nach einem Zufallsprinzip, also sehr willkürlich, solche Hochzeiten von landlosen Höflingen durchziehen. Mit anderen landlosen Höflingen, die keine Ansprüche haben, bei denen nichts Besonderes ist. Einfach nur, damit an dem Hof mehr Leben ist. Und ich aber gleichzeitig verhindere, dass ich da nicht min-maxe und mir die Superhelden ranhole. Deswegen diese Willkürlichkeit. Dabei gibt es ein kleines Problem. Wenn man jetzt also eine Frau, also eine landlose Frau am Hofe mit einem Ritter zum Beispiel verheiratet oder irgendeinem anderen landlosen Mann, dann verschwindet sie ja, weil das ja normalerweise patrilinear ist. Der Mann bleibt also nicht am Hofe. In diesem einzigen Fall, wo Landlose heiraten und es eigentlich relativ unbedeutsam ist, wo die jetzt leben, werde ich matrilineare Heiraten erlauben, einfach damit der Hof sich füllt. Das ist so eine Art Kompromissvariante. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Eine zweite Sache, das war ein guter Hinweis. Es ist so, wenn wir muslimische Gebiete erobern, dann kann es sein, dass dort weiterhin ja, Wappen existieren, die nicht sehr christlich aussehen. Sagen wir mal dieses zum Beispiel hier. Das geht vielleicht noch, wir gucken mal, das geht auch noch. Es gibt so ein paar, die irgendwie nicht so richtig passen, ne? Oder sowas hier. In diesem Falle werde ich einfach, und das mache ich auch off-cam und das habe ich auch schon getan, im Wappendesigner irgendein Zufallswappen hier nehmen und das umdesignen. Das habe ich noch gelassen, weil ich es noch okay finde, aber ihr seht es, damit wir da zukünftig irgendwie einigermaßen passende Wappen haben. Okay, das zur Vorrede. Entschuldigt, dass das ein bisschen ausführlicher war. Diesmal, jetzt geht es los. Es geht los, indem ich euch ganz kurz nochmal in die politische Situation einführen möchte, die wirklich sehr spannend ist. Wir haben ja unseren Lehnsherrn, König Clotaire IV. Der ist nach wie vor exkommuniziert. Das heißt, wir natürlich als religiöser Streiter können gar nichts mit ihm anfangen. Lehnen es im Prinzip ab, sein Vasall zu sein, haben aber rein machtpolitisch keine Handhabe dagegen. Wir werden aber natürlich nicht in seinen Hof treten. Wir werden ihm nicht huldigen und ähnliches. Wir werden ihm keinerweise helfen. Aber im Moment wäre es Selbstmord, sich irgendwie aufzulehnen, zumal er wirklich nach wie vor mächtige Verbündete hat. Er hat es geschafft, tatsächlich die Opposition in Italien niederzuschlagen. Es gibt noch einen offenen Bürgerkrieg, dieser Unabhängigkeitskrieg gegen Herzogin Anselberga, die die Gelegenheit hier nutzen wollte. Aber das wird sie verlieren, wie man jetzt sieht. Und mal sehen, was mit ihr passieren wird. Die Herzogin von Capua ist das. Ja. Was aber bemerkenswert ist, und das muss ich euch zeigen, dieser Mann hat 6 Kinder, er hatte sogar 7 Kinder, und alle 7 sind Töchter. Und das ist schon enorm. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist insofern bemerkenswert, weil, wenn er sterben wird, was vielleicht noch dauern wird, es aber zu einer wirklich gravierenden Erbteilung kommen wird, nämlich das Königreich Lothringen wird unabhängig, das Königreich Burgund, das ist unser, wird unabhängig und das Königreich von Italien. Und derzeit sieht es so aus, als ob das dann alles 3 Königinnen werden. Unsere wäre hier Prinzessin Adelinde, die ist verlobt mit einem 47-jährigen Bosonit, im Übrigen, der allerdings schon schlechte Gesundheit hat. Ob das Bestand hat, wird sich zeigen. Allerdings wird er nicht, kann ich jetzt schon sagen, wird er nicht zustimmen, dass er zum Beispiel mit einem aus unserem Hause sich verlobt. Da ist der Rangunterschied zu groß und so weiter. Und außerdem würde er das nie patrilinear machen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Und die Frage ist dann, wie wir zu dieser Königin stehen, die quasi von einem exkommunizierten König kommt. Das müssen wir einfach noch ein bisschen offen halten. Ja, ansonsten, die beiden anderen großen christlichen Könige sind er hier, König Louis III. Aus Aquitanien. Ja, kein überragender Mann, aber immerhin nicht exkommuniziert. Und wir haben König Baldur des Ostfrankenreiches. Soweit
erstmal dazu. Eine zweite wichtige Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar unser Bruder, der für uns ja eine große Bedeutung hat, nämlich hier Frank C., der ist verheiratet ja mit Kisilo, die wiederum stammt aus dem Herzogtum Gascogne. Und hier ist bemerkenswert, dass dieser Herzog schon ziemlich alt ist und dass sie tatsächlich die Haupterbin ist. Das heißt, unser Bruder könnte der Herzog der Gascogne werden. Und da sie patrilinear geheiratet haben, könnten die Kinder dieses Bruders dann aus unserem Hause diese Herzöge dort werden. Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die wir weiter verfolgen werden. Gut, jetzt ist die große Frage, wie weiter? Wir wollen natürlich eigentlich weiter diese Reconquista betreiben. Allerdings ist es so, dass mögliche Ziele zu stark sind, was die Bündnisse betrifft und unsere eigenen Möglichkeiten betrifft. Wir haben, das ist durchaus ein Ziel, also ich will nicht nach Afrika gehen, sondern es geht um die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel und Sizilien. Sizilien wäre interessant, weil hier gibt es ein muslimisches Reich, aber das hat extrem starke Bündnispartner, vor allem dieses Idrisid-Sultanat, das wiederum mit 4000 Mann übermächtig ist. Da kommen wir im Moment nicht gegen an. Das gleiche betrifft das Abdalid-Sultanat oder Malikat. Die sind ja jetzt unsere Nachbarn. Da wäre ein Angriff denkbar, aber auch sie haben die gleichen Verbündeten. Also sie sind auch mit denen verbündet, dann mit denen noch und anderen starken Mächten. Also da ist kein Reinkommen. Die einzige wirkliche weitere oder die gleiche Variante wäre es nochmal, einen Krieg gegen hier diese Salimiden zu führen. Und das werden wir auch machen nach Ablauf des Waffenstillstandes. Der wird in 4 Jahren ablaufen oder 5 Jahren fast. Also in der Richtung können wir weiter expandieren, unsere Ziele verfolgen. Allerdings ist der Gegner natürlich stark nach wie vor, wobei er Söldner noch hat. Wir müssen auch wieder stärker werden. Wir haben ein Bündnis verloren. Wir müssen gucken, wie wir ein neues Bündnis gewinnen können. So, und das würde gut möglich sein. Wir haben ja eine Tochter, eine Nulljährige, indem wir die vielleicht gut entsprechend verloben. Und ich habe mal geguckt, ideal wäre eigentlich er hier, Herzog Ogier von Barcelona. Allerdings ist es so, dass er nicht zustimmen wird. Er hätte 1000 Mann. Aber wir können es nochmal probieren. Heirat arrangieren mit Teresa und ihm. Vorschlag nicht annehmen. Ihr habt schon zu viele Bündnisse, ist die Begründung. Komisch. Aber gut. Wir können leider mit ihm auch nicht die Beziehung verbessern. Er will auch nicht unser Mündel werden, weil er selber schon Herrscher ist. Insofern gibt es da keine Möglichkeit. Aber es gibt noch eine andere Variante, die, glaube ich, vielleicht genauso gut ist. Und zwar hier, unser Nachbar, Herzog Eble. Der hat einen Haupterben, der ist 2, Ück de Toulouse. Und hier scheint das möglich zu sein. Die passen vom Alter her auch ganz gut zusammen. Er wird annehmen. Und ich finde, das ist eine gute Verbindung, weil es auch direkt die Nachbarschaft ist. Und es ist in der Nähe unser potenziellen Kriegsziel. Insofern werden wir diesen Vorschlag abschicken. Es gibt natürlich noch sonst wo in der Welt irgendwelche Optionen, aber das scheint mir dann auch rollenspielerisch nicht passend zu sein. Dann möchte ich noch einen guten Vorschlag aus den Kommentaren aufgreifen, nämlich, dass ich einen Seneschall einstelle. Denn für uns wird natürlich jetzt wichtig sein, dass wir unsere Kontrolle relativ schnell erhöhen über die neuen Gebiete, die wir haben. Palma ist erst bei 25, die anderen sind noch bei 0. Wir werden also sowieso die nächsten 4-5 Jahre dann eher zu Konsolidierung nutzen und da passt das sehr gut. Also machen wir das. Und die Frage ist, wer kann das denn machen? Wir sehen, unsere Schwägerin und unsere Tante, die werden tatsächlich beide dafür geeignet. Warum nicht? Nehmen wir einfach mal unsere Tante für diese Aufgabe. Wir haben sie ja schwierig verheiratet, wie ich zugeben mag, aber vielleicht gewinnt sie dadurch wieder etwas Selbstbewusstsein, dass wir sie mit einer wichtigen Aufgabe hier betrauen. Gut, dann haben wir noch einen Gefangenen, Sabah. Der wäre bereit, ein muslimischer Junge, sich bekehren zu lassen. Allerdings kann ich ihn dann nicht mehr rekrutieren. Ich werde das trotzdem machen. Ich stelle mir so vor, dass er zwar unseren Glauben jetzt annimmt, dass er geschult wird, dass er dann aber quasi in dem Moment, wo wir ihn freilassen, spurlos verschwindet und sich irgendwo selbst durchschlägt. Gut, dann können wir mal laufen lassen und gucken, was passiert. Alles klar, lebt wohl. Und hier diese... Ah, das war noch eine Heirat, die ich mit einem Höfling
um das mal auszutesten, probiert habe. Einer unserer Ritter, der ist aber schon uralt, also da kommen keine Kinder mehr raus. Aber immerhin, er hat jetzt eine etwa gleichaltrige Frau. So, das ist das jetzt, das wichtige neue Bündnis über unsere Tochter Theresa. Was natürlich, was man auch bedenken muss, was immer noch möglich sein wird, ist, dass wir unseren Spielererben demnächst mal verloben müssen. Aber da habe ich noch keine so richtig gute Partie gefunden. Das müssen wir erstmal abwarten. Ich sehe aber gerade, ich habe mich vielleicht getäuscht in der Einschätzung, dass unser König gewinnt. Zumindest der Kriegsstand sieht im Moment nicht gut aus, aber truppenmäßig müsste er es eigentlich jetzt hinbekommen. Die Frage ist, wo hat er denn seine Truppen? Im Moment sehe ich hier nur die Truppen der Aufständischen, die belagern. Keine Ahnung, ob er diesen Krieg aktiv führen will. Wichtig übrigens noch, ich spiele ab jetzt natürlich mit dem neuen Patch 1.5.1. Der führt, schaut mal, der Krieg ist gewonnen worden, sie wurde eingesperrt. Der führt dazu, dass jetzt auch die Ratsevents wieder funktionieren sollten. Und wir können uns mal angucken, ist das eigentlich sinnvoll, was wir eingestellt haben? Fremde Angelegenheiten, ja, das lassen wir mal. Was vielleicht sinnvoll ist, dass wir hier Gebäudebauzeit reduzieren. Das ist ganz gut, weil wir bauen ja. Wir sollten die Zeit vielleicht auch nutzen, dass wir wirklich stärker werden in diesen 4-5 Jahren. Was mich mal interessiert, das habe ich mich schon immer gefragt, wenn man nachträglich diese Ratsaufgabe macht, ändert sich was an der Bauzeit? Das prüfen wir jetzt mal. 13. April 910. Wir gucken mal. Wir machen das mal und setzen ihn hier rein. Lassen mal wie paar Tage laufen oder den Monat verstreichen und gucken mal erneut. Tatsächlich, 29. November 909. Bringt also direkt was. Ob sich das jetzt lohnt? Ja, ich glaube schon. Von 3 auf 2,7 runter. Wobei unser Hoftutor wird ja auch noch bezahlt, ne? 0,5. Da hat man dann woanders irgendwie Zuwachs bekommen. Naja, okay, ich denke, wir machen das. Was vielleicht die interessanteste Investitionsoption für unseren Herzog wäre, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass wir so viel Geld zusammenkratzen in dieser Zeit, dass wir hier in Vaison eine neue Kirche gründen. Das passt zu ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Einen neuen Tempel. Wir brauchen dafür insgesamt 400 etwa. So. Oh, es ist schon wieder so weit, dass wir unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten können. Ja, vielleicht hat er gerade meine Worte gehört und wir werden genau dafür dieses Gold verwenden. Ich denke ja, das werden wir akzeptieren. Das passt in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut. Wir werden also diese 100 Gold in Empfang nehmen und sie ansparen für die Errichtung dieser Kirche. Mensch, großartig. Gut, alles klar. Also Steuererlass erhalten. Wir haben dafür Frömmigkeit investieren müssen. Ein Problem, vielleicht, weiß nicht, ob man sagen kann, ist das Prestige. Wir sind im Minusbereich. Das könnte noch ein Thema werden. Dann haben wir in der Grafschaft von Mallorca Führung durch den Ratsmarschall. Das ist doch schon mal gut. Plus 50 Volksmeinung. Das ist sehr gut, weil es hier schon drohte, eine Art Rebellion zu geben. Aber was gibt's hier? Ein plötzliches Aufbäumen. Ich war so erfahren darin, zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz hinab galoppiere, bringt irgendetwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd dazu, sich aufzubäumen. Einen Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes, dann scheint die Zeit langsamer zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Okay, wir sind tapfer, da scheint mir das ganz klar zu sein. Ruhig, Junge, ganz ruhig. 50-50 Chance, dass wir verwundet werden oder ein erfahrener Reiter werden. Ich spüre, wie es mich nach rechts und links wirft, aber nichts bringt mich dazu, die Zügel und den Sattel loszulassen. Schließlich beruhigen meine Kommandos das Pferd und bald schon stapft das Tier wieder eifrig auf dem festgetrampelten Boden, stabil wie eh und je. Wow. Okay. Wir können sagen, welch kraftvolles Tier, oder wir können sagen, ich werde mich selbst um die Abrichtung kümmern. Dann erhalten wir ein Schlachtross. Das ist ja cool, kostet uns Amtsspannung. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Nö. Das ist einfach nur toll. Das will doch jeder Krieger, oder? Vor allem ein Gotteskrieger dann noch auf irgendeinem
göttlichen Schlachtross zu reiten. Also wir machen das. Wir bekommen ein Schlachtross. Das kriegt Kampf, bringt uns Kampfgeschick +1 und nochmal Prestige. Und wir werden erfahrene Reiter. Was ist eigentlich der Vorteil? Ist okay, das Einzige ist wegen der Anspannung. Erfahrener Reiter bringt das Reiterei, die wir nicht haben, besser ist. Naja, kümmern wir uns mal um die Abrichtung. Aha. Als ich das Pferd bewundere, das nun jedem meiner Befehle folgt, sinniere ich darüber, wie ich es wohl am besten nennen soll. Das ist eine gute Frage. Ein Name, der von der Geschichte inspiriert ist? Die Mythologie ist voller ehrfurchtgebietender Pferdenamen. Es ist bloß ein Pferd und so sollte man es auch benennen. Tja. Also, ich habe so ein bisschen Angst, dass Mythologie meint hier vermutlich nicht die christliche Mythologie. Dann fände ich es doof. Dann lass uns den Namen lieber von der Geschichte inspiriert nehmen. Ja, wobei andererseits sein Bildungswert, ach, das ist, glaube ich, schwierig. Schwierig. Ah, passt auf, Leute, ich würfel das aus. Schauen wir mal, wie er in dieser Sache tickt. Ich würfel eine 2, das heißt ein Name, der von der Geschichte inspiriert ist. Und was bekommen wir? Ah, wir haben dann sogar noch die Auswahl. Oh, das hätte ich natürlich wissen sollen. Cool, das ist ja super. Inspiriert von den berühmten Rössern, der Anführer und Helden vergangener Tage, werde ich mein eigenes Pferd nach einem von ihnen benennen. Okay, was haben wir hier? Karl der Große, Alexander der Große, Gnaeus Seius, Husain Lübü, Roland, Kaiser Caligula. Also in Frage kämen Roland. Roland ist gut. Ich glaube, Roland war auch diese Rolandsgeschichte. Das Rolandslied ist ja super berühmt in der mittelalterlichen Literatur. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht gerade, aber ich glaube, der war auch beim Kampf gegen die Muslime. Das war Teil dieser Geschichte. Insofern passt das eigentlich sehr gut. Ich hoffe, ich erinnere mich da nicht falsch. Also nennen wir das Pferd Vejantiv. Okay, alles klar. Schlachtross. Ist das irgendwo gekennzeichnet? Nein, müssen wir uns jetzt merken, dass es so ist. Naja. Ah, hätte ich mal vielleicht doch das Mythologische nehmen sollen. Hätte ich gewusst, dass man es aussuchen kann, wäre das vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber egal. Kisilo. Ah, okay. Ah, unser Bruder und seine Frau, die haben eine Tochter. Arsenda soll sie heißen. Na, das ist doch auch schön. Wie sieht es eigentlich aus, was die Fraktion betrifft? Es gab die Gefahr von Bauernunruhen. Kisilo ist übrigens jetzt Jungärztin geworden. Ach, die ist Ärztin. Na gut, dass ich sie nicht noch als Seneschall eingesetzt habe. Bringt übrigens +0,3. Das ist echt gut, weil ich glaube, der am Hofe bringt... Sieht man das hier? Na, +6,7. Ja? Nee, warte mal. Wir schauen uns das mal an. Ich will das mal wissen. Kontrolle. Ah, 0,7 tatsächlich. Naja, das ist schon ordentlich. Nochmal 0,3 drauf. Gut, wie auch immer. Alles klar. Jetzt bin ich von einem Thema zum anderen gekommen. Ja. Aber warum... was? Wisst ihr was? Ich glaube, der Erbfall ist eingetreten. Das, was ich am Beginn schon euch gezeigt habe. Tatsächlich. Kisilo ist nicht mehr unsere Ärztin, sondern sie ist Herzogin geworden. Und damit ist unser Bruder Herzog Francis. Francais. Und damit werden ihre Kinder, wir gucken, checken das nochmal, Arsenda ist La Tour de Pin. Ja, damit ist es also so, das Herzogtum Gascogne wird in gewisser Weise Teil unseres Hauses, unserer Dynastie bleiben. Zum Glück ist die militärische Stärke hier auch, beziehungsweise und zum Glück ist natürlich das Bündnis und die 1000 Mann stehen uns weiter zur Verfügung. Das Bündnis geblieben. Ich finde es auch sehr passend. Sie ist religiöse Eiferin. Er ist ja auch sehr religiös. Also, das haut alles hin. So, aber natürlich haben wir ein Problem. Genau, er ist gestorben, weil jetzt haben wir weder eine Ärztin noch einen Ratsverwalter. Das ist schlecht. Wir haben aber einige neue Leute hier unter uns.
Gräfin Judith, ja, sie existiert immer noch. Carlo, der ist Ratsmarschall. Wir haben einen Bürgermeister, aber vielleicht tauschen wir hier. Schaut mal, wir haben den Bürgermeister, der ist auch ein guter Marschall. Dann nehmen wir lieber Carlo als Marschall. Und einen der Bürgermeister, als Ratsverwalter, entschuldigt, und einen der Bürgermeister hier. Ach, ich sehe gerade, wir haben Wladislav noch. Der ist ja noch besser als Ratsmarschall. Ja, perfekt. Dann passt das ja. Gut, und die machen alle weiter ihre Aufgaben. Wunderbar. Jetzt ist natürlich das Problem Hofarzt wieder virulent. Gucken wir mal, ob jemand geeignet ist. Das ist alles schrecklich. Wir wissen aber, angeheuerte Hofärzte, die können sehr, sehr, sehr teuer werden. Aber wir suchen einfach mal. Mal schauen, wer uns dort angeboten wird. Ja, wir haben einen Ück. Der scheint ganz gut zu sein. Sie wäre aber auch okay, zumindest mit dem Bildungswert. 50. Sie kostet nur 15 Gold. Tja. Das sind schon, die Voraussetzungen sind schon ganz in Ordnung. Zufrieden, mitfühlend, gerecht. Ich würde sagen, wir holen einer zu uns. So. Wir schauen mal kurz. Eignung schlecht. Naja, immerhin besser als Eignung. Schrecklich. Und sie wird ja sicher auch noch dazulernen. Das ist schon völlig in Ordnung. Was passiert jetzt? Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als er mir auf dem Übungsplatz entgegentrat. Allerdings stellte sich der Kampf dann als deutlich härter heraus, als ich erwartet hatte. Und nach wurde klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Also, dass ich das nicht verhindere. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Was ist denn mit dem los? Das ist ein wandernder Ritter, der offenbar auch wirklich sehr gut ist. Aber wieso kämpft er mit uns einen Trainingskampf um Leben und Tod? Meine einzige Rettung würde darin bestehen, okay, ihn zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Okay. Andererseits, wir brauchen wirklich Leute. Wir sind tapfer, wir können vielleicht auch so einen Kampfstil ehren. Er ist auch tapfer. Wir holen ihn an den Hof. Ich könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Er schließt sich unserem Hof an. Das ist natürlich jetzt wirklich toll, weil damit haben wir jetzt echt mal einen guten Kämpfer gewonnen. Wir haben ja insgesamt, hatten nur 3. Jetzt haben wir 4 und er ist mit Abstand der Beste von diesen. Wir haben Ük hier auch noch, der eigentlich Arzt werden wollte, aber der ist Kampfgeschick 2. Das ist natürlich nichts. Wobei, besser 2 als gar nicht, aber gut. So, wir bekommen eine Ratseinladung von... Warte mal. Das ist doch der Clotaire der Vierte, ne? Genau. Der sah plötzlich auf dem Bild so anders aus, aber er ist der gleiche, der noch immer exkommuniziert ist. Und er will uns zum Ratsmarschall von Lothringen machen. Das kann ich natürlich nachvollziehen, was unsere Qualitäten betrifft, aber das lehnen wir natürlich rundheraus ab. Denn einen gottlosen König, den werden wir nicht unterstützen, aber seine Werte sind mal nebenbei echt beeindruckend. Nein, wir lehnen ab. Kommt nicht in Frage. Genauso wie eine Huldigung nicht in Frage kommt. Okay, wenn wir mal hochrechnen, wir kriegen 3 im Monat. Das sind also so 40 im Jahr. Das wird ehrlich gesagt knapp mit dem Thema der neuen Kirche. Bis zum Beginn eines möglichen neuen Krieges. Aber vielleicht gelingt es uns, noch einmal hier 100 Gold vom Papst zu erhalten. Wehantief, unser Pferd, ein sonniger Tag. Auf dem Weg zum Stall begrüßt mich das fröhliche Wiehern von Wehantief. Mein Pferd scheint bei diesem wunderbaren Wetter ganz begierig darauf, sich die Beine zu vertreten. Und ich kann nicht anders, mir geht es genauso. Ja. Wir kriegen wieder Anspannung, wenn wir üben.
Aber Leute, ich glaube, wir sind so drauf, ne? Wir üben. Ich muss jeden freien Tag zum Üben nutzen. Das gibt uns tüchtige Ausbildung nochmal. Plus 1 Kampfgeschick. Könnte sein, dass er tatsächlich ein bisschen gestresst wird. Und es gibt einen nächsten Krieg. Okay. Krieg gegen die Tyrannei. Es ist wieder Prinz Savary, der selber König von Italien werden sollte. Und das ist natürlich... Und König Boson von Westfranken ist auch mit dabei. Was ist denn das? König Boson von Westfranken. Wer ist das denn überhaupt? Der hat sich den Königstitel hier bewahrt. Hat aber nur 680 Männer. Aber er scheint... scheint seine Verbündeten noch nicht gerufen zu haben. Hat er die nicht mehr? Doch, er hat noch den großen Alfred von Wessex mit 5500 Mann. Und er hat auch noch den König von Aquitanien mit 5000 Mann. Was soll dieser Krieg? Ich meinte, grundsätzlich würden wir uns beteiligen. Aber wir würden uns doch nicht in solchen wirklichen sinnlosen Wahnsinnskriegen beteiligen. Oder gibt es einen Grund, warum er den nicht holen kann? Ich würde sagen, wir werden nochmal die Sache beobachten. Das war eine Fraktion, oder? Die ich nicht mitbekommen habe. Wir können aber auch gar nicht eingreifen, oder? Wir können Kriegseintritt können wir nicht anbieten. Nee. Wir hätten da beobachten müssen, dass es diese Fraktion gibt und hätten möglicherweise diese Fraktion beitreten können. Weiß gar nicht, ob das möglich gewesen wäre, weil wir in einem der anderen de jure Königreich sind. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre der Weg gewesen, wenn wir da hätten mitmachen wollen. Aber ich halte es nach wie vor eher für aussichtslos, dieser Kampf. Nun gut, wir werden es beobachten. Und eine zweite Sache, die wird auch nochmal eine größere Rolle spielen. Ich hatte immer noch ein bisschen gewartet, dass wir erfahren, in welche Richtung die Perversion unseres Herrschers geht. Das ist ja eine Sache, ein Geheimnis, ne? Das sehen wir doch hier irgendwo. Genau, wir sind pervers. Das werden wir vielleicht auch nochmal dann irgendwie mal festlegen, vielleicht auf eine etwas konventionellere Art und Weise. Also, die Zukunft wird, oder die nächsten Jahre werden, bleiben mit Sicherheit interessant. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.